Okay, das war die weirdeste Anmoderation, die wir bisher hatten. Und damit willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schwarz und Weiß 2 Soul Link. In der letzten Folge haben wir die Arena gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, actually, dass ich erstmal ein Surfer-Pokémon brauche, weil kein Mann mehr Surfer kann. Weil ich glaube, wir müssen nämlich tatsächlich unten in die Höhle. Unten in die Höhle? Wir müssen jetzt nicht zu Team Plasma? Waren noch zwei Team Plasma rüber, ja, die den Weg versperrt haben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Terrakium ist da. Moin, Meister. Moin, Terrakium, was geht ab? Ich brauch's ja auch. Jetzt kommt Akroma-Seider. Ich tue es dann da mal kurz rauspressen, dann darfst du wenig benutzen. Ich muss nicht mal auf mein Team schauen. Ich weiß auch gerade nicht, wer mit Sandama gepasst. Wir kämpfen gegen Akromas, Timo. Nee, nein, darfst du nicht benutzen, trotzdem. Akromat, ja, ich weiß. Taubos. Taubos, ja? Okay. Ja, es kommt hin. I guess. Ja, ich glaube schon. Alter, wie Akromas hier mal kurz so den Schnipser macht. Nee. So, Hallöchen. Mein Kumpel, mein see you later, Alligator. Oder warte mal, jetzt bin das ich ist später sie hier. Es ist Taubos, ich schau jetzt mal sonst. Ne, nicht, dass ich jetzt hier was Lostes mache. Ja. Man weiß ja nie, das passiert mir natürlich nicht. Ah, by the way, nicht. Letzte Mal Preston so, oh, das Paarbänden. Ich habe noch Akrobatik bekommen von Benson. Ja, doch. So, Akrobatik ist ganz nice. Ich habe jetzt beim letzten Mal und diesmal habe ich Nein gesagt. Ich weiß nicht, worauf es bezogen war, aber ich habe Nein gesagt. Aber ich würde sagen, dann gönnen wir uns den Encounter, ne? Ja, warte. Mit wem möchte ich leaden? Habe ich irgendwie Statusveränderungen? Nö. Nö, aber ich würde wahrscheinlich mit Meistriff oder so leaden. Ja, der ist halt relativ so bulky. Richtig. Aber ich kann halt okay. Mit dem, ich hätte halt gerne einen Mann, mit dem ich auch mal schwächen kann oder so, weißt du? Ja. Aber ich sag, mit Meistriff könntest du je nachdem halt schwächen. Dings. Ja, aber hier kann ich so. Ja, dann geh auf den. Pokéball einsetzen. okay. Rein. Hab ich genug Bälle? Hast du genug Bälle? Ich habe genügend Bälle. Ich habe erst letztens welche gekauft. Ich eigentlich auch, aber ich habe beim Dings echt viele Hyperbälle benutzt. Du hast wie viele? 36, 32, oder? Ah, wir gehen rein da, rein da. Wir gehen rein. Du hast keinen Meister bei mir, ne? Nope. Pikachu. Ist das nicht Dupes? Das ist Dupes. Ich hatte Pikachu, ganz am Anfang mal. Würde ich actually sehr fühlen, aber bist du nicht? Wollen wir Raichu, X-Bart? Ich sage, es ist ein gutes Pärchen. Hast du einen Donnerstein? Ich glaube schon, ja. Ich hatte doch schon Pikachu und auch Zappler-Dingens. Und deswegen. Ja. Und da habe ich immer den Donnerstein bekommen. Im Fall der Fälle. Aber du hattest Zapplerang, ne? Schon. Aber ich sage, im Fall der Fälle kannst du den in der Kampfmetro dir ja spielen. Nee, also ich würde sagen, da gehen wir rein. Ja, ich würde dich auch sagen, ja. Also, es ist ein gutes Pärchen. Ich glaube, genau. X-Bart haben wir nicht. Hat nicht X-Bart? Nee. Ah, nee, easy gefangen. Ich glaube, die hatten wir, wie gesagt, noch nicht. Und wieder sag, weiblich. Ach ja, Leute, wir wollen noch was ansprechen, Leute. Wollten wir das? Oh, ich wollte was ansprechen. Du wolltest das ansprechen. Wenn ihr weiblich seid, schreib was. Habe ich Jewel und Aurora schon. Doch, habe ich letztens. Nein, ich habe geskippt. Ich habe ja kurz nach links geguckt und dann. Los geht raus. Oh nein, der hat Hauptliga eingesetzt. Oh nein. Ich werde offscreen Pikachu benennen. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Also, ich wollte was ansprechen. Oh, nee. Oh nein. Was denn? Er hat Horrorblick eingesetzt und hat mich jetzt mit Giftzahn schwer vergiftet. Hä? Gibt's ihm auch einfach eine Piercive-Beere oder so? Gegengift, keine Ahnung. Hyperheiler. Oh nein, was mache ich denn da? Ätzend und der macht auch echt viel KP. Ich würde halt am liebsten ganz gerne einfach so rauswechseln. Jetzt kannst du nicht schwächen? Bleib doch drin, Alter. Dankeschön. Ja, easy. Siehst du gar keinen Namen. Tja, Timo. Tja. Ah, oh, ich wüsste. Ja, doch, komm, gebe ich den Namen. Furu haben wir noch nicht benannt. Furu, Kuru. Auf geht's. Ich wollte Furu letztes Mal benennen. Genau. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte Superschutz, genau. Das ist ja in der Mehrzwecktasche. Was soll ich noch sagen? Genau, ich wollte euch was ja erzählen. Warte, hier sind jetzt die beiden Rüpel. Route 21 müssen wir. Habe ich doch gemeint. Aber sind doch so zwei. Aber du wusstest ja nicht wo. Du meinst doch? In so eine Höhle. Aber ist Route 21 eine Höhle, Timo? Ja, das ist hier, warte, ja? Hier, guck. Hier, weil hier unten, Route 21 vor der Höhle, müssen wir nämlich hin. Wie ich es gesagt habe, weil ich bin nämlich Casual Master. Natürlich, weil das heißt, wir müssen jetzt nach Abidaya fliegen und dann dort nach hier runter. Ich mach mal einen Schutz an. Habe ich auch einen Schutz in meine Merkzeugtasche getan? Leute, nächstes Souling. Ab der nächsten Souling werden wir es so machen, dass wir nicht auf die Geschlechter mehr achten, sondern einfach jeden nach jedem. Oh ja, das fühle ich. Einfach nur die aktiven Zuschauer. Das machen wir ja schon auch in dem
in den Stream-Projekten, die wir haben, ne? Oh, Shoutouts ja, gehen raus. Renegade Platinum bei Timo, Worldwide bei mir. Schaut da auch gerne vorbei, ihr könnt auch benannt werden. Ich glaube, habe ich gegen den gekämpft? Ja, habe ich. Ich habe hier gegen einige noch nicht gekämpft. Ja, gegen den zum Beispiel habe ich auch noch nicht gekämpft. Ja, aber fühle ich sehr, fühle ich sehr. Deswegen, Leute. Oh nein. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wie das dann für den künftigen Soul Link ist. Jetzt dieses Soul Link handhaben, wisst ihr es auch so, aber ab der nächsten Soul Link, da machen wir es anders. Da. Na gut, ich hasse mein Leben. Wieso? Der kann mit Metronom Überkopfwurf bekommen und mich rausge... Na gut, das ist tatsächlich echt nicht so nice. Echt nicht so nice. Nee, tatsächlich nicht. Ach, Mann. Ach, Timo, was ist los? Ach, mein Kind, was ist denn los? Oh, was passiert? Klar. Ja, er ist jetzt auf plus 6 Ausweichwert und ich treffe meinen Nahkampf nicht. Und er geht für Gesang. Nice. Ey, ich krieg's Kotzen. Die Sache ist, wir müssen jetzt nicht in die Höhle und wohin dann? Sicher, dass wir hier hin müssen? Ich glaub ja. Sicher? Wir müssen auf Route 21 mal... Ach, Timo, jetzt beschwer dich doch nicht, sei doch nicht so ein kleines Baby jetzt. Ja, okay. Wir sehen uns dann in 3 Jahren, by the way, ne? Ja, irgendwann triffst du ihn und wenn du ihn triffst, dann ist doch alles gut. Ja, ist aber ein zweites Mal. Hey, wieso machst du das nicht mit Meistergriff? Ja, weil er schläft und nur noch einen Nahkampf hat und alle gemisst hat. Grasblüte, ja, nice. Was? Ach, Timo, press mich, ich verarsche. Geh doch auf einen Hyperheiler, sag ich da an der Stelle. Ich muss so los bei dir. Ich war so gewaltig los einfach. Ich sag, ich würde es einfach nur mit Meister versuchen. So. Oh, zum Glück bin ich rausgegangen, er hat gerade Flammenrahmen im Metronom bekommen. Uiuiui. Ja, jetzt trifft es einfach den Nahkampf. Es trifft doch einfach, Alter. Erdanziehung. Es trifft alles. Er ist so dumm. Er ist so dumm, als wäre es so eine bewusste Sache gewesen. Er ist so dumm. So dumm, Alter. Ich habe einen schlechten Spieler gesehen. So dumm. So, warte, Route 21 müssen wir, Timo. Ja. Route 21 ist hier? Wir müssen ja nicht dran. Ja, ich bin ganz so verwirrt. Wie viele Tränke habe ich schon benutzt? Noch keinen. Ja, wohin müssen wir? Ich bin so verwirrt, Timo. Ich muss eine Marmelade benutzen. Nein. Wobei, Heilpuder tut auch, Das weiß ich ja, tatsächlich gerade nicht. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich da doch aus hier in diesem Spiel. Weil ich bin tatsächlich. Du kennst dich aus, du bist Profi. Na klar. Oh nein! Einfach mein Einrollen übernommen. Was bitte crit mich nicht, 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 bitte crit mich nicht. Wieso, was passiert? Auch gar nichts. Alles gut. Was ist passiert, Timo? Alles super. Jetzt musst du mit mir drüber reden, was ist passiert? Er hat auf meinen Protzer Powerpunch eingesetzt. Soll ich auf Nahkampf gehen? Nee, geh einfach auf Knochenkeule, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Gemastert ist fein. Knochenkeule Mist, let's go. Ja, das ist immer nice. Elektro-Hammer. Okay. Okay, aua. Ich sag, was ich mal wieder fühlen würde, wäre tatsächlich so ein Fossil, ne? Actually, ich hab ja noch eins. Ich weiß, ich hab, das ist mein dritter Trank jetzt. Ich bin mir so sicher, ich jetzt Trankregel brechen, ne? Wäre ein bisschen schwierig. Ich bin mir so sicher, dass mein dritter Trank ist. So sicher. Er geht wieder für Powerpunch. Dann vertrauen wir dir mal, Timo. Dann vertrauen wir dir mal. Und es wird in den Kommentaren stehen, Timo, du hast die Trankregel gebrochen. Ja, können nämlich alle mal. Das ist ein bisschen schwierig. 4 Minuten oder so. Ich habe sogar gespeedet. Ich habe trotzdem 4 Minuten für diesen Scheißkampf gebraucht. Das ist schon ein bisschen traurig. Das ist schon ein bisschen sehr traurig. Ja, der Komprimator, Metronom, so eine Kacke. So, und die Sache ist jetzt halt die: irgendwo müssen Kastellit sein wieder. Kastellit? Ja, oder. Nee, ja. Kiesling meinst du? Oder? Ja, die Kiesling waren ja unten, ne? Ja, dort bin ich jetzt gerade bei dem Typen. Ja. Chelterra. Quasi macht mir ein bisschen zu viel Damage und er kann critten. Und dann fliegen daneben geht. Es ist raus. So. Also was heute denn? Gar kein Bock mehr. Was ist los? Ja, ich weiß, ich bin hier mit Trift Zibli, ich drücke Orkan, der Mist, der geht für Knirscher, tut meine Death droppen. Ist einfach nur belastend. Ich sag's, wie es ist, Timo. Ja. Geh einfach in Michelle rein und gewinn. Ja, aber. Das Problem ist, ich will ja nicht alles die ganze Zeit mit einem Mon machen, aber alle meine anderen Mons sind entweder kacke oder missen die ganze Zeit. Ja, ich sag dann, triff doch mal. Ach man, keine Ahnung, was soll ich dir sagen, Timo? Du beschwerst dich ein bisschen zu viel, du steigerst dich da viel zu sehr hinein, sag ich. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Shoutouts gehen raus, Alter, wenn ich jetzt gecrittet hätte, das wäre schon stark gewesen, tatsächlich. Nein, du steigerst dich hier zu sehr rein, also.
Hat er ja nicht, hat er nicht. Ich steigere mich gar nicht hinein. Ja, weil deine Attacke treffen auf jedem zweiten, 15. Mon sehr gut Fire hast und alle brrrr, alles One-Shot. Die Sache ist, ich beschwere mich nicht jedes Mal, wenn. Ich beschwere mich nicht jedes Mal, wenn eine Attacke daneben geht. Ich wünschte, es wäre bei mir auch nur so einmal pro Partner-Attacke, die daneben geht. Preston, ich sehe deine Screens, falls dir das nicht bewusst ist. Ich sehe, was bei dir passiert. Ich sehe es auch in der Nachbearbeitung. Du siehst ja nicht alles. Doch, du achtest auf jeden einzelnen Angriff, oder wie? Ich schau mir das Video halt an. Okay, und achtest auf jeden Angriff von mir. Ja, nee, du schaust sowieso immer auf dich, Alter. Nee, Tio, du schaust immer auf dich. Aber. Ja, der selbstverliebte Boss wieder. Man kennt es. Aber. Verhältnismäßig. Können hier eine Liste machen, wer wirklich schon Moves gemisst hat, ich gecritted wurde und so ein Shit. Wie viele Mons ich durch Crit verloren habe, auch ganz, ganz illegal. Muss mir an der Stelle mal kurz Ach, sagen. Ach, Timo. Wir brauchen uns jetzt nicht darüber beschweren, wer mehr Hexer bekommt, oder? Mehr beschweren, vor allem darüber Doch. Streiten. Doch, das wollen wir. Okay, dann machen wir getroffen. Das wohl. Theo, du bist so gut. Na klar. Wie kannst du nur so krass sein? Das fragen mich tatsächlich viele. Weißt du was, ich wurde so gefragt, ne? Wie kann ich so krass sein? Und da habe ich natürlich geantwortet. Ich bin einfach so. Das sagte sich Timo gerade. Das ist so ein klassischer Timo. That's me, hi. That's me. Hallo, ich bin Timo. Was geht ab? Aber Timo, sind wir gerade wirklich auf dem richtigen Weg? Weiß ich nicht. Was? Ich bin Was heißt, weiß ich nicht? Ja, keine Ahnung, kann doch sein. Was? Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Allwissende. Ach, Timo. Kann sein, kann nicht sein. Wir werden Habt ihr vertraut? Ich bin mir dessen bewusst, dass wir vielleicht falsch liegen. Ah, das finde ich natürlich ja, gut guck mal, zu wissen. Wofür soll es denn die Route hier sonst geben, Alter? Die muss doch irgendeine Daseinsberechtigung haben. Hä? Nein, wir müssen doch... Schau bitte nach. Ich glaube, wir müssen noch auf Route 21. Wieso ich nachschau, Preston? Du bist 50 Jahre vor mir. Bin ich weil das? Weil ich in 4 Minuten ja, bei dem Kack-Pixie bin. Und ja, das stimmt. Du, schau doch nach, Alter. Das stimmt möglicherweise. Ja, gleich ja auf, jetzt Alter. Chill doch mal jetzt hier. Nee, Alter. Willst du Stress oder wie? Ich mache dich platt 1 gegen 1. 1 gegen 1 in Pokémon. Ich mache dich sowas von platt. Denn Leute, ihr müsst wissen... Shoutouts gehen raus an meine krasse Quote gegen Timo. Denn wir haben letztens mal... Nee, wenn du jetzt so um die Ecke kommst, Present. Wir haben letztens mal... Wie läuft es gerade in der LPP bei dir? Ja, ich sage, man hext mich nicht durch, ne? Der hat so seine Insecurities hier, die gerade aufgedeckt werden. Ich sag's, wie es ist. Du hast recht, beim ersten Spiel da habe ich mich richtig durchgehext, ganz vergessen. Ja, ich sag, wenn man so viel Glück hat. Und mit, also ich sag, mit der Lostness, Alter, wieso machen wir uns überhaupt so fertig? Ich wollte nur ansprechen, ansprechen. Du hast hier und so, ja, Fakten, das sind Seitenhiebe, die du hier auf den Tisch legst. Ja, was ist jetzt Seitenhiebe? Nee, ich blende, nee, das guten, ist eigentlich nicht für dich. Freunden gibt man auch mal einen Seitenhieb. Von dir einblenden in jedem Liga-Kampf, also, Alter. Leute. Also ich sag. Preston hat in der letzten Runde, ich hatte Entei, du hattest Cure Black. Er redet gerade über MPA Season 1. Was? MPA Season 1, ganz Aha. genau. Ja, du redest ja auch über GPA Season 1 und so weiter. Du ja, GPA ja Season... Quote. Hä? Moment mal, The Freeze gegen Mega Venusaur, das größte Meme überhaupt? Aha. Was ja, ist damit? Ja, weil damals kannten es die Leute ja noch nicht. Aber ich sag, das ist ja genauso schlimm. Das heißt ja genauso schlimm. Ja, by the way, hier ist dann ein Encounter. Ja, ich weiß. Hallo, Rayquaza. Ich bin halt gerade cool. bei dem Kieslings noch. Ja gut, dann würde ich sagen... Was mache ich gegen Rayquaza? Ich glaube, ich werfe vom Hyperball und selbst... Also selbst wenn er halt nicht Ja, aber ist, dann sag mir jetzt mal kurz, was ich gegen Rayquaza tun soll. Ich meine, ich kann Surrender? Drin bleiben und Hurricane drücken. Boah, ja, kannst du schon machen, glaube ich. Immer treffe ich. Ich weiß, ich hätte halt Frigometrie vorgeschlagen, aber du könntest halt V-Generator haben. Ja, Wutanfall. Und Wutanfall, auch ein bisschen broken. Zum 43. Mal. V-Generator ist immer noch eine Event-Attacke. Zum 300. Der könnte aber V-Generator haben. Also ich sag's, wie es ist. Nein, kann er nicht. Der könnte V-Generator haben. Nein, kann er nicht. Der könnte V-Generator haben. Habe ich gehe raus in Fermikula, aber der könnte V-Generator haben. Könnte V-Generator haben. Also ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass der V-Generator hat. Der könnte V-Generator haben. Ich check's nicht. Ich weiß doch nicht, ob in Gen 5 ist doch alles crazy, sag ja, ich. Wahrscheinlich hat er einfach random V-Generator bekommen, nachdem es dort erst die ich sag's, die Legendary ist.
Signature-Attacke. Der könnte V-Generator haben. Ja, überall. Danke dir, Bro. Hast mich jetzt. Der könnte V-Generator haben. Seinen zweiten Kampf gerade und misst erst auf sein Iron Head. Was ist hier los? Ich werde jetzt auf jeden Fall trotzdem versuchen zu fangen, ne? Ja, mach das. Ey. Also, ne? Timo. Ja. Du schon mal Bescheid weißt, okay? Mhm. Alles klar. Bist doch durchgekommen, alles safe. Mhm. Also, um über meine Quote zu reden. Ich stehe 11-5 gegen Timo in Liga-Kämpfen, ne? Das ist nicht meine beste Quote, prozentual gesehen. Timo und ich haben halt einfach schon sehr viel Kämpfe gegeneinander gespielt. Aber ich sag, 11-5 stark. Aber Timo hat auch gute Quoten. Ich glaube, gegen wen stehst du 6-0? Nein, nicht. Aber es gibt den einen oder anderen, gegen den ich ganz gut stehe. Ja. Also, schaut mal auf Twitter. Wobei, du hast dein Dokument gar nicht gepostet, ne? Weil nee. Wir haben letztens halt so halt alle Ligastände, also alle Kämpfe, die wir gemacht haben, alle Ligakämpfe bisher, haben wir aufgetragen. Und, ja, also gegen wen man gewonnen und gegen wen man verloren hat. Und ich habe, glaube ich, auch, ich habe auch gar nicht in so vielen Ligen teilgenommen. Ich habe jetzt insgesamt in sieben Jahren Competitive. Sieben Jahre. Ja, PP ist deine wievielste Liga? Meine 19. Liga. Und du hast, das ist deine 20. Liga. Ja. Das ist halt krass eigentlich, ne? Ich gehe kurz aufheim, bevor ich dorthin gehe. Mach das. Ich bin echt fast. Wobei, stopp, flieg nicht zu. Nein. Warum? Da war doch eine Ärztin, Timo, genau vor ja, der Höhle. Ja, ganz oben. Ich bin ganz unten gewesen. Ist doch egal. Das hätte legit keinen großen Unterschied gemacht. Ich bin doch jetzt gleich wieder genau dort, wo ich eben gerade war. Ja, ah ja, stimmt, du kannst ja dort. Ja, doch, alles gut. Hast du den Kiesling-Kern auch besiegt? Den habe ich besiegt, ja. Ja, okay, ich auch. Ich überlege gerade, wie ich das am besten gegen dieses Pokémon mache, die Vader. Naja, er ist gut, ich habe vergessen, dass du auch dort entlang gehen kannst. Naja, wie gesagt, deswegen finde ich ganz interessant, so zu sehen, wie auch gegen wen man wie oft gespielt hat, also wie gut man vielleicht auch war, wie die Quote so ist. Ja. Gegen den Bene zum Beispiel habe ich keine so gute Quote, gegen Ela auch nicht. Ja, aber gegen Bene ist der, den ich am schlechtesten stehe. Da stehe ich, glaube ich, 0-6 oder so. Aber ich sag, der letzte Spieltag war auch illegal. Die Sache ist, gegen Bene, ich habe 8 Kämpfe gemacht. Ich stehe 2-6 gegen Bene. Meine meisten sind auch 0-1 oder 0-2 gegen Bene. Ja, also, und gegen Bene immer gefühlt 0-1. Und immer war das so eine Roll oder so ganz knapp, dass er das gewonnen hat oder sonst was. Na, das ist so. Da können auch anders stehen, sag ich mal. So, ich habe Libeldra. Dann warten wir noch auf deinen Counter und dann benenne ich Libeldra. Ich raste hier gleich aus in dem Part. Ohne Witz. Was? Ich gehe in Driftzipli, miss mein Hurricane, geh raus in Dragon, Flare Blitz Burn. Junge, wo bin ich hier gelandet, Alter? Ich habe kein Wasser. Ich wollte eigentlich gerade aus dramatischem Effekt Wasser trinken. Aber leider hatte ich kein Wasser in dem Moment. Bisschen traurig. Flare Blitz Crit, Junge! Ich fühle mich gerade wie dieser Hund bei diesem This is Fine Meme. Alles brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und burn, Junge, what the fuck? Ich habe den Controller auf den Boden geschmissen, das gibt es nicht. Alles brennt. Mein ganzes Team ist fast tot present. Dann heil dich auf. Ja, ich habe auch kaum noch Heiltränke. Wenn ich den jetzt benutze und der dann durch Flare Blitz Recoil stirbt, dann habe ich noch einen Heiltrank. Ja, aber und ist okay, ist nicht dein einziges Pokémon. Ah, okay. Ja, und der lebt immer noch. Mit einem KP. Geil. Wenn mich critte, bin ich tot. Und ich sag, mein Flare Blitz switchen ist tatsächlich ziemlich, Geh doch, Dragoan? Den brauche ich nicht mehr, ganz vergessen. Er geht für Fire Blast. Ich pack's nicht, Alter. Ja, aber Dragoan ist doch dein Switchen. Ja, da habe ich eben auch gedacht. Dann wurde ich geburnt. Ja, aber wieso bist du denn rausgewechselt? Ja, weil er super doch viel Schaden gemacht hat. Okay. Okay, was hat er denn noch? Hey, das war dein letztes Pokémon. Das war alles safe. Ja, es ist trotzdem schwer. Bevor du jetzt ins Kastellit gehst, willst du nicht erstmal hochheilen? Ja, bin ich gerade auf dem Weg. Stopp, okay. Aber das ist ein Trainer. Hast du den schon besiegt? Ja, ne? Ja, hab ich. Okay. Ist doch alles chillig. Super chillig. Bin ganz tief entspannt, bin ich. Man merkt wirklich diese Entspannung, die du ausstrahlst. Ich habe selten jemanden gesehen, der so ruhig ist. Also wirklich. Mhm. Wirklich krass. Haben wir schon Enola benannt? Bist du hier unten gewesen schon? Nee, aber geh erstmal zum Kastellit. Na gut. Ich glaube, Enola haben wir noch nicht benannt. Je nachdem halt, was für einen Encounter wir dort haben. Geh doch einfach dort rein. Ja, lass mich das Eichel noch kurz nehmen. Ja, das kannst du auch danach machen. Ist okay.
Dann rein da. Und ich sag, was wäre jetzt nice? Weil die Beldra ist halt echt ein gutes. Ich lasse das Omnivora oder so. Okay. Somnivora? Ja, Mobitest. Das ist halt Dupes. Ja, ich fühle Mobitest leider überhaupt gar nicht. Lass den extra Encounter nehmen. Dann nehmen wir den extra Encounter. Ja, ja, ja. Dann haben wir Dupes. Ja, gehe ich jetzt trotzdem auf okay. Dann bekommen wir Dupes. Beldra ist nicht so insane. Lass hier unten noch das Item holen. Ja, ja. Also die Items, gibt es ja mehrere. Ich habe keinen Stärke. Was ist heute los, Timo? Alles regt mich auf. Dann was ist passiert? Noch um die Ecke, der Ängste, drücke ich auch noch einen rein. Let's go. Hä, jetzt? Ja, ist ja okay. Warte mal kurz. Und die alle meine mit. Dings haben 80 Stärke. Die sind gerade 5 Moves mit 80 Muss man sich von der anderen Seite machen? Ja, ne? Nein, ich, auf was soll ich verzichten? Schaufler ist gut wegen Dings. Wahrscheinlich auf Crunch. Kann ich verzichten. Schaufler ist gut wegen Feuer-Pokémon. Ja, aber willst du die Schaufler einsetzen gegen Feuer-Pokémon, wenn du missen kannst? Ja, ich sag, stell dir folgendes Szenario vor, Present, okay? Okay, erklär's mir. Vermiculum, mein letztes Mon, ja? Ja. Mir gegenüber steht ein Manitin. Ja. Und dann stehe ich da mit Stärke. Und. Ja, sehe ich. Und, was anderes. Ich sag, wenn aber wirklich Vermiculum ein letztes Pokémon ist, dann ist einiges bei uns schiefgelaufen. Nee, ich sag, Vermiculum ist ja kacke, ich stehe hier als letztes rein. Wieso? Vermiculum. Ich sag, überall ist halt blöd, aber Vermiculum an sich ist halt echt gut. Vermiculum ist nicht so kacke, das stimmt schon. Ja. Das Problem ist natürlich einfach, dass man jedes Mal Übereifer aufpassen muss. Sau ätzend. Ja, richtig. Übereifer in der Nuzlocke ist so einer der schlimmsten Sachen, die man eigentlich haben kann. Oha, ich weiß auf dich, Prest. Danke, Timo. Ich habe ein paar Steine in die Löcher reinbewegt. Das ist schon ein mittlerer Schwierigkeitsgrad für dich. Was soll das denn heißen? Ja, ist schon ganz genau. Ach, du bist ein Opfer, Alter. Jetzt kommt er wirklich ein Opfer. Max okay. Sachs. Ja, moinsen. Ich Nein, bleib weißt, drin. Ich habe eine gute Def. Ja, okay, ja. Gönn dir. Du flinchst ihn sowieso. Naja, du Mist. Schwertanz. Oh nein. Es ist so illegal, ohne Witz. Es ist so illegal. Du musst auf Eisenschädel gehen. Oh nein. Immerhin geht er auf Verhöhner und nicht auf den Angriff. Du Mist. Ihn flinchen. Das nein, killt. Ich bin banded. Die Sache ist, der ist halt broken so von der Offensive her, weil dieses Nicht-Treffen ist halt so belastend. Es ist so illegal. Das ist so belastend. Oh, also, ich hab schon wieder das Waren. Es ist so illegal. Rückenwind. Der Wind hat seinen Rücken. Rückenwind? Ist tatsächlich gar nicht mal so bad. Wutkeks. Ja, ich würde sagen, Wutkeks. Lass uns schauen, was es rechts gibt und dann können wir den Part beenden. Richtig. Ich glaube, ist da nicht sogar ein neuer Encounter? Das könnte durchaus sein. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass dort links, glaube ich, die Plasma-Fregatte. Sagt man das, Fregatte? Ja, du meinst da rechts. Oder? Ja, wo meinst du da links? Schiff ist. Nee, hier rechts, da wo Kastita. Ui, Memo. Oh, Lavita, was geht? Lavita extra ist Encounter, oder? Extra Encounter, oder? Stimmt, auf der neuen Route haben wir dann ja 2 Encounter, ne? Yes, aber wir müssen uns noch Meisterbälle abholen. Das ja, hier ja. Ist Route. Eine ist Route 21. Route 21, okay. Da ist die Plasma-Fregatte. Sag ich ja. Und dann kommt. Dingens, die schwere Brücke raus. Aber ja, wir müssen noch nicht raufgehen. Stimmt, dann können wir hier beenden. Genau. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Wertung da. Ich hoffe. Du bist viel zu schnell, hier passiert noch ganz viel. Das bisschen Salz, hey, nein, passiert doch nichts. Ganz viel. Bisschen Salz. Noch. Ne, wenn ihr auch nicht genügend Salz auf eurem Essen hattet. Hast du gerade gesagt, du warst heute nicht so salzig? Nee, ich war ganz tief entspannt, hey. Timo ist komplett tief entspannt gewesen. Wenn ihr das auch so fandet, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns über Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao.